Seit es die Bundeswehr gibt, gibt es auch ein Symbol als nationales Kennzeichen, das Eiserne Kreuz. Der Bundespräsident Theodor Heuss hat sich 1957 für dieses Zeichen entschieden, weil es auch nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges seinen Wert nicht eingebüßt hat. Das Kreuz ist nicht nur uns und unseren Verbündeten, es ist der ganzen Welt bekannt. Erster Besuch eines Bundeskanzlers in der Volksrepublik China. Auf der Luftwaffen-Boeing das Eiserne Kreuz. Das gleiche Erkennungszeichen trägt selbst der Behälter des Filmes, den Sie gerade sehen. Auf einem neuen Kampfpanzer der Bundeswehr wird in einem der letzten Arbeitsvorgänge das Erkennungszeichen angebracht. Wie ist dieses Symbol entstanden? Was bedeutet es? Seit wann gibt es das Eiserne Kreuz? Vor nun 170 Jahren hat der preußische König Friedrich Wilhelm III. Hier seine eigene Schrift, das Eiserne Kreuz, gestiftet. Napoleon war der große Gegner Preußens und ganz Europas. Nach der katastrophalen Niederlage der preußischen Truppen gegen das Heer des französischen Kaisers bei Jena wurde der besiegte König von allen seinen Beratern, an ihrer Spitze General Gneisenau, dazu gedrängt, nach einer Neuordnung von Staat und Armee den Kampf um die Befreiung zu wagen. Für diesen Freiheitskampf hat der berühmte Maler und Baumeister Karl Friedrich Schinkel dem neuen Orden seine endgültige Form gegeben. Die beiden ersten Entwürfe von Schinkels Hand lassen dies erkennen. Am 10. März 1813 erfolgte dann in Breslau die endgültige Stiftung des Ordens durch den König. In der Stiftungsurkunde stand auch, dass diese Auszeichnung nach dem Befreiungskriege nicht weiter zu verleihen sei. Der Schwere der Zeit entsprach die Einfachheit des in einen Silberrand gefassten schwarzen Kreuzes aus Gusseisen. Es hatte keinen materiellen Wert. Seine Form geht von christlichen Symbolen aus. Im Kloster am Berge Sinai findet sich das Kreuz zum ersten Mal 530 nach Christus. Aus dem 7. Jahrhundert stammt ein fränkischer Bildstein. Das Kreuz wurde auch zum Symbol des deutschen Ritterordens auf seinen Zeichen, Fahnen und Gewändern. Solche steinernen Feldkreuze grenzen noch heute manche Gemarkungen in Bayern ab. Dieses Stoffkreuz war nur ein anfänglicher Ersatz. Der Stiftungstag war der Geburtstag der Königin Luise. In Erinnerung an ihr tapferes Eintreten für die Freiheit verlieh ihr der König 3 Jahre nach ihrem Tode das erste Eiserne Kreuz. Unter dem Zeichen dieses Kreuzes, auch auf den Uniformen und Fahnen, zogen die Freiheitskrieger von Breslau aus in den Kampf. Die neue Auszeichnung drückte aus, dass es in einem Kampf um die Freiheit keinen Rang der Geburt mehr gab, sondern nur noch den Rang der Leistung. Das war kein Orden mehr, wie ihn vorher Soldaten streng nach ihrem Rang erhalten hatten. Das Eiserne Kreuz wurde zu einem Orden des ganzen Volkes. Das war neu. Aus Liebe zur Freiheit kämpfte auch der junge Student und Dichter Theodor Körner als Freiwilliger. Eins seiner Lieder endet mit den Versen: Das Land ist frei und der Morgen tagt, wenn wir's nur sterbend gewinnen. Körner machte seine Worte wahr. Er erhielt für seinen Kampf um die Freiheit das Eiserne Kreuz und fiel, 22-jährig, von den Deutschen tief betrauert. Im Freiheitskampf erhielten fast 10.000 Soldaten diesen Orden, aber ebenso die politisch und wissenschaftlich führenden Köpfe wie Freiherr vom Stein und Wilhelm von Humboldt. Der europabeherrschende Kaiser Frankreichs war der Feind aller, die wieder die nationale Freiheit ersehnten. Nach der völligen Niederlage Napoleons im Feldzug gegen Russland und ein Jahr nach Beginn der Freiheitskriege wurde die Völkerschlacht bei Leipzig zum Signal der Befreiung. Am 2. April 1814 konnte in Paris der Sturz des Kaisers verkündet werden.
55 Jahre nach den Freiheitskriegen standen Deutschland und Frankreich wieder im Kampfe. Im Krieg von 1870 wurde entgegen der Absicht des Stifters das Eiserne Kreuz doch erneuert. In den furchtbaren Kämpfen bei Gravelotte sollten Kavallerie und Artillerie vorgehen, um den Feind zu werfen. Nur die Batterie Hasse vermochte das Feuer zu eröffnen. Als alle Granaten verschossen waren, gelang es Hauptmann Hasse, seine meist verwundeten Männer noch zurückzuführen. Er erhielt das Eiserne Kreuz nicht für Erfolg im Kampf, sondern für die ritterliche Rettung seiner ihm anvertrauten Soldaten. Mehr als 44.000 Soldaten erhielten in diesem Krieg die Auszeichnung. Nach vielen Friedensjahrzehnten wurde 1914 das Eiserne Kreuz zum zweiten Mal neu gestiftet. Ein neuer Krieg, ein europäischer Bruderkrieg und mehr noch, ein erster Weltkrieg war ausgebrochen. Immer entsetzlicher wurden die Opfer an Gesundheit und Leben für die einzelnen Soldaten aller Nationen. Tapfere deutsche Soldaten erhielten das nun schon über 100 Jahre bestehende Eiserne Kreuz. Ein Beispiel hoher persönlicher Tapferkeit und Ritterlichkeit lieferte der Leutnant Manfred von Richthofen mit seinem roten Dreidecker. Er wurde später der erfolgreichste Pilot des Ersten Weltkrieges und als roter Kampfflieger, als Red Baron, zur Legende. An seine Mutter schrieb er, wenn ich lebendig aus diesem Krieg hervorgehe, hätte ich mehr Glück wie Verstand. Mit nur 25 Jahren fiel er im Luftkampf. Im Verlauf des Ersten Weltkrieges wurden fast 5,5 Millionen Eiserne Kreuze verliehen. Zu allen Zeiten hat sich auch die Andenkenindustrie in kitschiger Form des Symbols bemächtigt. Sogar der Soldatentod wurde grafisch glorifiziert. Für die kämpfenden Soldaten allerdings blieb der wirkliche Wert des Eisernen Kreuzes unangetastet, als Zeichen für persönliche Tapferkeit, für Freiheitsliebe und ritterliche Haltung. Nach dem verlorenen Weltkrieg entstand die erste deutsche Republik. In der Fahne ihrer Reichswehr wieder das Eiserne Kreuz. Mit dem Zweiten Weltkrieg 1939 wurde das Eiserne Kreuz zum dritten Mal erneuert. Auf den Fahnen und Waffen erschien wieder das alte Symbol, aber durch die Verbindung mit dem Hakenkreuz hatte die neue Staatsführung mit dem Geist der Ordensstiftung gebrochen. 2,5 Millionen deutscher Soldaten des Zweiten Weltkrieges erhielten das Eiserne Kreuz. Sie hatten mit keinem geringeren persönlichen Einsatz gekämpft als die Soldaten in den Kriegen zuvor. Sie bleiben unserer Achtung wert, wenn auch das Ziel ihres Kampfes vor der Geschichte nicht bestehen kann. Nur ein Beispiel. Aus der Hand Marschall Rommels erhält der erst 19 Jahre alte Grenadier Halm das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Mit großer Tapferkeit hat er einen englischen Panzerangriff in Nordafrika allein zum Erliegen gebracht. Über den Siegen und Niederlagen, jenseits aller Politik der Zeit, steht das Opfer von Millionen Soldaten, verkörpert auch hier durch das Symbol des Eisernen Kreuzes. Dieses schlichte Kreuz blieb bestehen, seit 170 Jahren bis auf den heutigen Tag. Als nationales Kennzeichen ist das Eiserne Kreuz in unserer Bundeswehr erhalten geblieben und bleibt ein Sinnbild für die soldatischen Tugenden, Freiheitsliebe, Tapferkeit, Ritterlichkeit. So ist das Kreuz gegenwärtig auch bei ernsten Stunden in der Bundeswehr und bei der Vereidigung der jungen Soldaten. Vereint mit dem Symbol der Fahne, schließt es wieder an die Absicht von 1813 an, ein Zeichen zu sein für die Liebe zur Freiheit im Bekenntnis zum Frieden.